Ein herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play OMSI, hier auf GamerTV. Mein Name ist Herbert und willkommen zurück. Ja, ich habe ein paar Einstellungen vorgenommen hier im Spiel, um die Bequemlichkeit zu erhöhen, sage ich mal so. Hab mir Tastenbelegungen gemacht und weiß der Teufel was. Und wird es einfach viel einfacher läuft das ganze Ding. So, ich baue mal kurz Druck auf. Und tschüss, rotes Fähnchen. Du weißt, wo es längst geht. Abflug. Wunderbar. So, erstmal schön leise wieder. Auch den Motor ausmachen. Weil wir brauchen in der Zeit es nicht. Und zwar kann ich jetzt Tickets per Knopfdruck zurückgeben und so weiter. Das ist immer einfacher. Und macht die Fahrt dann im Gesamten interessanter. Warum jetzt meine Spiegel nicht funktionieren, kann ich euch nicht beantworten. Ich hoffe einfach, dass das jetzt momentan nur ein kleiner Fehler ist und der gleich wieder behoben ist. Wir fahren wieder in Bad Kinzau und zwar mit der Linie 10N. Normalerweise dachte ich das, aber da passiert nichts. Cool. Dann fahren wir mit dem Schlossexpress nach Wendersberg. Und zwar im verstärkten Vormittag. Naja. Standardumlauf. Nein, das geht nicht. Schade. Gut, dann fahren wir jetzt die 301. Die sind wir noch nicht gefahren, meines Wissens. Von... ne, wir müssen die nächste Linie nehmen. Vom Bahnhof Bad Kinzau, wo wir gerade im Moment sind, nach Sasdorf Park. Oder Sasdorf. Das Thema hatten wir, glaube ich, schon mal. Um 11.48 Uhr geht es los. Linie 301. Endhaltestelle ist der Sasdorfer Park. So, Linie 301. Endhaltestelle Sasdorf. Dann können wir auch hier mal kurz nachschauen. Von Bahnhof Bad Kinzau nach Wendersberg? Nein, von Bahnhof Bad Kinzau nach Sasdorf. Linie Nummer 06 301 00 01 11. Nein, Linie war 301 00. Genau. 01. Ziel 11. Sasdorf, genau. Mal gucken draußen, ob das jetzt auch so stimmt. Linie E nach Sasdorf. Nein. Stimmt nicht. Linie 301 00. Doch. Welche Route denn? Huch. Route ist 01. Ziel... Nein, Quatsch. Doch, Route ist 01. Ziel ist, 11. Und 301 ist die Linie. So, Linie, Kurs. Wunderbar. Route 01. Ziel 11. Genau. Wunderbar, es geht. Uhrzeit 11.49 Uhr. Vorspulen ein wenig. So, bis 11.47 Uhr haben wir vorgespult. Und wir nehmen... ganz normal sommerliches Wetter, würde ich behaupten. Und ich hoffe, dass die Spiegel gleich wieder funktionieren. Wenn nicht, finde ich das sehr schade. Ich mache einen kurzen Test. Bis gleich, Leute. Cool, die Spiegel wollen nicht funktionieren. Das heißt, mehr schauen als fahren, würde ich behaupten. Gut, fahren wir mal dahin, wo wir hin müssen. Was ohne Spiegel echt nervig sein wird. Das sind meine kleinen Freunde. Gerade eben noch eine Testfahrt gefahren, weil ich alles ausprobiert habe. Wie ich es jetzt eingestellt habe. Und
Eigentlich hatte es ganz gut... Was macht das Auto da? Seht ihr das? Das ist ein Lowrider. Geil. Geile Scheiße. So, da sind wir angekommen. Bahnhof Bad Kinzau. Alle Linien inklusive den Schlossexpress. Gefahren wird ein runtergeladener Bus. Hallo. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Hallo. 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 Hi. Hallo. Hi. Hallo. Hi. Hallo. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Hallo. 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 Eine Kurzstrecke. Machen wir. Coole Sache. Bis gerade vor 2 Sekunden, ja, hatte dies funktioniert. Alles. Und jetzt plötzlich geht's nicht mehr. Ich liebe dieses Spiel manchmal. Entschuldigen Sie, ich wollte gerne eine Fahrkarte. Danke. Bitteschön. Nicht so unhöflich. Ich bin neu. Gestern erst angefangen. Die Sache mit den Spiegeln nervt mich ziemlich. So, und um die Kurve rum. Rappel, rappel. Ich finde das sehr heftig, wie dieser Bus schüttelt. Guten Tag. Einmal normal, Tag, bitte. Einmal normal. Bitteschön. Hallo. Hallo. Hallöchen. Bitteschön. Wunderbar. Was ist jetzt kaputt? Achso. Man sollte auch einen Gang einlegen. Weil ich glaube, sonst bewegt man sich nicht wirklich viel. Das blaue Möb-Möb biegt ab. Guten Tag. Guten Tag zusammen. Guten Tag. Hallo. Hallo. Hallo der Herr. Hi Maria, alles klar. Guten Tag. Hi Tom. Hallo. Thomas. Thomas, du hast gestern noch eine Tageskarte gekauft. Warum jetzt nur eine Kurzstrecke? Bitte? Möchten Sie etwas kaufen? Er hat sich nicht getraut zu fragen. Ist er nicht süß? Der arme Kerl. So. Ist ja gut. Hier fahre ich mal ein bisschen vorsichtiger. Hallo. Guten Tag. Hallo. Hi. Hi. So, dann geht's weiter zur nächsten Haltestelle. Der Bus ist leider verbuggt. Dadurch auch die
Spiegel nicht sichtbar. Ich zeige euch auch gerade, dass das ein anderer Bus ist. Zeige ich euch gleich direkt. Wie gesagt, der Download-Link steht auch in der Beschreibung mit Namen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie er heißt. Bevor ich hier irgendwas Falsches sage, sage ich lieber nichts. Sieht aber gut aus. Doch, wir können. Hat einer geklingelt? Das hört sich geil an. Verding! Und zwar kann man das daran sehen. Hier vorne alleine. Sieht ganz nett aus. Guten Tag. Hallöchen. Guten Tag. Eine Kurzstrecke. Eine Kurzstrecke machen wir doch. Bitte sehr. Danke. Bitte sehr. Hallo. Guten Tag. Eine für eine Kurzstrecke, bitte. Bitte sehr. Hallo. Hallo. Eine Tageskarte hätte ich gerne. Bitte sehr. Wiedersehen. Jetzt kommen wir zum Nachteil, dass ich keine Spiegel habe. Huch. Das war nah dran. Verdammt nah dran. Nochmal Glück gehabt. Ich dachte schon, jetzt gibt's den Mega-Knutscher und das Auto ist wieder hinüber. Hinüber, genau. Och, es geht wieder los. Aber jetzt flott. Ja, wir als Bus fahren 30 hoch. So meckern die Leute nämlich nicht. Es ist doch ganz chillig, einfach hier lang zu fahren und zu sagen, Mann, ist die Umgebung schön. Im Hintergrund des währenddessen dieses Let's Play jetzt aufgenommen wird, wird übrigens eine neue Map runtergeladen mit neueren Strecken und auch schwierigen Strecken. Mal schauen, was uns da so erwartet. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Gibt's dann in der nächsten Folge, genau. Und einen Elektrobus gibt's in der nächsten Folge. Mal gucken, wie das Ding sich dann anhört. Bestimmt voll krank oder so. Oder so bestimmt. Mal gerade hier Scheibe ein bisschen putzen. Da sieht das schon viel besser aus. Jetzt Fenster öffnen. Hier rechts sehen wir auch die kmh-Anzeige als statt die Temperaturanzeige. Ach ja, ist das schön. So, ich habe gerade mal geguckt, welche Knopf für welche Tür ist. Wenn ich ehrlich bin, habe ich dies aber jetzt immer noch nicht gesehen. Also ich habe nicht genau hingeguckt, sage ich mal so. Ich habe Knopf gedrückt. Ah, okay, die Tür geht auf. Das habe ich jetzt schon wieder eigentlich komplett vergessen und verdrängt. Und so, und jetzt hier zum Thema, ja? Hier haben alle gemeckert. Warum? Die Pfeiler rechts und links, ja? Die wir dort sehen, hier am Rand. Die hier. Ich hoffe, man sieht meine Maus im Spiel. Die wurden uns zum Verhängnis. Und zwar genau an der Kurve da vorne. Ich habe da nicht richtig gedacht. Ja, kein Ton. Wahnsinn. Das war der einzige Problem.
Und wo fahre ich hin? 301. Hallo? Bin die 301, wo fahre ich hin? Bin ich einfach falsch abgebogen oder so? Wir sind doch... What the... Wir sind falsch am Fahren. Ja, egal. Wir müssen auf jeden Fall... Ne, 301 nach Bad Kinzau nicht. Jetzt auch zu 301 Bad Kinzau. Hier geht's rechts, wenn ich von hier komme. Da. Also doch rechts rum. Gut. Ist das auch geklärt. Ich wollte gerade schon sagen, so fuck. Aber das sieht man gar nicht. Moin Kollegen! Boah, ist ja ein ganz Aufmarsch. Ist ein ganzes Aufmarsch. Volles Deutsch. Um die Kurve, wunderbar. Guck natürlich, dass wir immer verschiedene Maps bekommen und so. Könnt ihr natürlich auch in den Kommentaren schreiben, welche Maps ihr mal gerne sehen möchtet. Oder ihr könnt mir auch eine Map erstellen, natürlich, wenn ihr davon Ahnung habt. Klapper, 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 klapper. 301, das sind wir. Wir müssen hier... rüber. Ist hier eine Haltestelle? Nee, oder? Nein. Wollte gerade sagen. Ich muss noch ein Stück fahren. So. Wir sind somit aber auch am Ende angelangt, glaube ich. Meines Wissens. Leute steigen alle aus. Ja, alle, definitiv. Hallo, da vorne sitze ich übrigens. Cooles Cappy habe ich auf, oder? Oh, wie viele? Hey, die spawnen wieder im Nichts. Okay, alle raus. Aber der Fahrplan wird nicht abgeschlossen. Warum nicht? Gucken. Sassdorf Park. Ich halte mal da vorne jetzt an. Nö, er erkennt es nicht. Schade. Liegt wohl daran, dass der Bus anscheinend komplett verbuggt ist oder so. Wer weiß. Naja, was soll's. Mein Name ist Herbert von GamerTV. Danke, dass ihr meine Fahrt angeschaut habt. Und wie gesagt, beim nächsten Mal gibt es eine neue Map. Tschüssi!